Ja, Freaks, WD-40 am Start. Ich war bei Aldi. Aldi hat WD-40. Yeah, WD-40, Aldi. WD-40 am Start. Hammer, hammer cool. Wir sind heute wieder back in the garage. Helicoil. Ich habe jetzt Helicoil mir gekauft. Doch noch Helicoil gekauft, weil ich das nicht so toll finde mit diesen flach geschliffenen Muttern. Werde ich jetzt einen Helicoil-Einsatz, zum ersten Mal einen Helicoil-Einsatz setzen in mein zweites Untermesser. Das erste werde ich wohl auch nochmal auseinanderschrauben. Schauen wir mal. Ja, und ich will endlich mal die erste Spindel zusammenbauen. Vielleicht seid ihr heute dabei. Erste Spindel vom John Deere. Bleibt dran! Das sind hier meine Gehäuse. Hier muss jetzt ein Lagersitz eingepresst werden, das ist ein Aluminiumgehäuse. Das ist hier die neue Lagerschale für das Kegelrollenlager. Und diese Lagerschale, die wird jetzt hier reingepresst werden. Da wird die jetzt reingepresst. Da kommt die jetzt rein. So. Ein bisschen einölen. Hinstellen. Da habe ich so den Horror vorgehabt. Richten. Oh, das ist ja ein Traum. 38er Nuss. Die Rettung. Freaks, vor diesem Einpressen der neuen Kegellagersitze in meine Gehäuse habe ich so den Horror gehabt und jetzt funktioniert das mal wirklich richtig gut. Also ich bin total begeistert. Es darf auch mal gut laufen. Da, das neue Gehäuse. Ist das kantig. Das ist so ein Grater und da kann man wunderbar sowas mit den Graten. Gut, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Jetzt kommen hier so zwei Stifte. So, hier diese beiden Stifte müssen jetzt hier reingehauen werden. Und dann der Herzverschlag. Nein, wir machen das mit der Schraubzwinge. Rohe Kräfte sinnlos walten. Da kann kein Knopf die Hose halten. Ja, wunderbar. Ich habe jetzt hier schon die neuen Fettnippel reingehauen. Oh, sieht das klasse aus. Das Lager ist auch schon drin. Jetzt kommt noch der alte Überdrucknippel. Da wird das Fett dann wieder rausgepresst. Wenn es also einmal durch ist, durch die Lagerung, der kommt hier rein. Der kommt da in das Loch rein. Der kommt jetzt da rein. Gut. Das nehmen wir da für eine Nuss. 10er Nuss. Ne, 11er Nuss. 11er Nuss, ja. Dann kommt das Kegelrollenlager rein und dann ist das Gehäuse wieder fertig. So, jetzt schön in die Fettdose rein hier, wie das Connor Ward gemacht hat. Müsst ihr euch mal angucken, das Video. Connor Ward macht gerade den gleichen Scheiß, der hat sich auch ein Toro Mia gekauft. Oh, lecker Fett hier. Traumhaft. Fertig. Gehäuse ist fertig. Da steht man morgens auf und ahnt nichts Böses. Und dann das. Schnee. Das darf doch nicht wahr sein. Hier, das ist der Helicoil. Bausatz. M6er Gewinde. Helicoil von Böllhoff. Also Qualität. Nicht irgendeine, ich will ja nicht sagen, China. Sondern hier deutsche Qualität, Böllhoff. Ich glaube, das ist richtig, auch bei solchen Sachen was Gutes zu kaufen. Sonst macht man mehr kaputt, als dass man eigentlich reparieren möchte. Dazu setzen wir jetzt das Untermesser nochmal hier in meinen uralten Schraubstock rein. Dieser Schraubstock,
Den habe ich schon mein Leben lang. Den habe ich schon bei meinen Eltern zu Hause in der Garage gehabt. Es ist der Wahnsinn, wie lange sowas hält. Ach nee, das ist falsch. Moment. So, das ist hier das Untermesser. So, und das ist das Loch, was wir reparieren müssen. Helikoilsatz besteht aus einem Bohrer, einem Gewindeschneider, einem speziellen Gewindeschneider für diese Helikoil-Einsätze, einen Helikoil-Eindreher und einen Austreiber, der von diesen Helikoil, ja, was sind das, Federn, Helikoil-Federn, jetzt diesen Montagedraht, dieses Montagedrahtende abbricht. Ich habe das selber noch nie benutzt, sowas. Total spannend. So sieht jetzt hier so ein Helikoil-Einsatz aus. Könnt ihr das gut sehen? Ja, so sieht jetzt so ein Helikoil-Einsatz aus. Mit dem kleinen Draht da. M6x6. Passt super genau zu meinem Untermesser. Und das schrauben wir gleich da rein. Ich habe ein 6,5er Loch leider gebohrt. Das ist zu groß. Die Vorgabe ist 6,3er Loch. Also das ist schwer, brauche ich nicht mehr bohren. Also setzen wir jetzt hier einen Gewindebohrer an und ziehen da das Gewinde rein. So schön gerade ansetzen. So, ganz bisschen Öl verwenden als Schneidöl und dann durchziehen. Bin ja mal gespannt, ey. Das war jetzt einfach. Der schneidet aber richtig gut. Mann, schneidet der gut. Da schön das Gewinde geschnitten. Jetzt nehmen wir hier diesen Eindreher. Jetzt dreht man hier die Mutter drauf, diesen Gewindeeinsatz drauf und dreht ihn dann hier rein. Da braucht man eigentlich kein Werkzeug für. Jetzt muss man ihn so tief reindrehen, dass der... So. Das sieht doch gut aus. Oh, so gerade eben. Guckt das Helikoil-Gewinde schon raus. Jetzt kommt der sogenannte Zapfenbrecher. Und da hauen wir jetzt einen Hammer drauf. Boing. Mann, war das easy. War das cool. Untermesser Nummer 2. Da ist das Untermesser Nummer 2. Schickes Untermesser. Oh, traumhaft hier. So sieht ein neues Untermesser aus. Yes! Man merkt überhaupt nicht, dass da ein neues Gewinde drin sitzt. Ey, ihr sollt hier zugucken. Was soll das denn hier? Guckt ihr mal gefälligst zu. Das hätte ich gleich machen sollen. Kann ich jetzt das andere Messer zusammenschrauben. Gleich das neue Untermesser mit dem Helikoil-Einsatz machen. Ja klar, also ich bin aber auch mittlerweile doch der Überzeugung, dass hier schon mehrere Male ein neues Untermesser eingesetzt worden ist. Wenn die Spindel anfängt, ein bisschen stumpf zu werden, dann macht man Backlapping. Das könnt ihr nochmal angucken hier. Ne? Backlapping bei meinem Edco Balmoral, bei meinem Alet. Heute Alet mehr. Ja, dann macht man das Backlapping. Das geht ein paar Mal gut. Immer wieder nachzuschleifen. Man lässt die Spindel rückwärts laufen. Und dann werden die Messer wieder schärfer. Aber irgendwann ist es dann damit vorbei. Und dann muss man natürlich neu schleifen, neu grundschleifen, wie ich jetzt diese Spindeln hier neu grundgeschliffen habe. Wenn man die Messer neu schleift, dann muss man auf jeden Fall das Untermesser mit erneuern. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Gut, schön, sieht gut aus. Jetzt gucke ich noch mal. Das sieht auch gut aus, das sieht alles sehr gut aus. Ja, jetzt Geomensch-Schlüssel, Stift, wo ist mein schwarzer Stift? Und schön die Mitte, zack, die Mitte. Ist die Mitte? Mitte. Dann fangen wir an. 7 Newtonmeter, nochmal checken. Und dann
schön anziehen. Freaks, Drehmomentschlüssel. Wir glauben immer alle, wir haben das richtige Drehmoment im Arm, in der Hand, das richtige Gefühl. Vergiss es. Ja, Freaks, es geht jetzt los. Wir bauen jetzt die erste Spindel auf. Yes! Das Erste, was wir jetzt machen müssen, wir müssen hier die Buchsen rausschlagen. Und hey, da muss ich mal gucken. Was sind diese neuen? Die neuen Sintermetallbuchsen. Da, schick. So, die tue ich jetzt auf die alte Schraube rauf. Und hoffe, dass ich mit der alten Buchse die neue Buchse rausschlage. Das wird ja schon Drama. Das geht ja schon mal gar nicht. Zack! Buchse raus. Gut. Schön entgraten. Neue Buchse rein. Sehr schön. Und das, Freaks, hier, das ist neu. Das gab es überhaupt nicht mehr. Das ist nämlich hier der Exzenter-Einsteller, wo man hier wunderbar jetzt die Höhe einstellen kann. Jetzt kommt die Spindel rein. Das wird total spannend jetzt, Leute. Also ich muss sie jetzt da einfädeln, durchstecken. Boah.